Hello. War wieder ungünstig gerade. Mann, Mann. Einfach der random Bluescreen out of nowhere. Bin ich ja jetzt alles nicht so geil, ne? Ich ehrlich. Ja, ist ja auch richtig, ne? Ich meine, das kann jetzt auch immer wieder passieren, so. Das ist genau derselbe Fehler, den ich immer gekriegt habe, als mein RAM kaputt war. Genau derselbe. Habe ich natürlich nicht so Bock drauf, ne? Logisch. Trifft hören wieder nicht, ne? Oh doch, Igor hat getroffen. Okay. Immer so ein Ding, ne? Also. Ach, Bluescreen, ey. Was macht denn Latena schon wieder? Zu weit weg? Anscheinend. Aber gerade ging's noch. Der macht doch wieder seinen Mist, oder? Noch nicht, aber gleich. Hey, mal da. Oh. Einfach mal umkippen, ne? Einfach umkippen. Aua! Ah, und tschüss. Wo bin ich? Oh ne, ich lebe noch. Was? Das habe ich nicht gesehen, ne? Beim besten Willen, ey. Ich habe es einfach nicht gesehen. Ich dachte, ich bin tot, ey. Ich habe ernsthaft gedacht, er hat mich einfach im Maul.
Weil das so komisch ausgesehen hat, sein Maul. Wenn er mich grabt, naja, dann bin ich halt einfach tot, ne? Aber anscheinend war das nicht ganz der Fall. Wie trifft er mich denn dort, ey? Das ist ja Wahnsinn. Wie ist denn die Reichweite? Ich glaube so ungefähr, ne? Und die Latena-Reichweite sein. Bin ich schon am anderen Ende der Horde? Bin ich? Naja, fehlt ein Stückchen noch. Wenn ich hier in eine bestimmte Range rangehe, dann müsste sich eigentlich zu mir drehen. Wenn ich dann rausgehe aus der Range, müsste sich eigentlich wieder zu Igor drehen. Und dann natürlich, er springt mir genau in die Fresse, ne? Und ich verkacke wieder den Dodge. Wie viele Scheile einfach stehen wieder in dem drin stecken, Alter. Das ist so geil. Ah, wunderschön, wunderschön, wunderschön. Ist jetzt genug oder? Nee, anscheinend nicht. Vielleicht hat Igor Bock ein bisschen was zu machen. Nö, Igor hat auch nicht so Lust gerade. Aua. Oh. Oh, der war frech. Der war frech. Junge, war der frech. Hab ihm halt einfach zu viel Damage gedealt, ne? Hab ihm einfach zu viel Damage gedealt. Wollte ich doch gar nicht. So lame ist Igor gar nicht, aber er weiß doch einfach sein Talent nicht zu nutzen, ne? Schon wieder, ne? Hackt sich nicht aus. Jetzt hat das begriffen, der Igor. Oh. Doch noch nicht. Da habe ich mich wieder richtig hart gängen lassen gerade. Was ist denn Igor eigentlich schon wieder? Was macht denn er? Was macht denn er? Igor? Lebst du noch? Ja, da war ein Schock von Igor.
Ich glaube, sein Drachenschrei ist so, so ein AE-Ding. Wo ist er? Dreht sich um? Dreht sich nicht um? Oh. Ja, so ein Ding ist das. Natürlich gucken, wohin die Dinger fliegen. Ah ja. Jetzt auf Latena los oder noch auf Igor? Igor eigentlich. Da noch? Wie? Das geht doch gar nicht. Ja, aus rein, ne, Kollege? War schön mit dir. Rollt euch nochmal an, ne? What the fuck, ey? Na. Also, es ist Folgendes passiert. Wir haben uns ein Dingsi geschnapst. Wir haben noch bei diesem Feuer, bei diesem Dragon Man, dieses geile, riesige Schwert hier gefunden, was extra Drachen-Damage macht, wenn ich mich recht erinnere. Ja? Was? Mit CC-Skalierung. Macht auch ganz gut Damage mit unserer Skillung. Bisschen Blutung und es macht halt extra Drachen-Damage. Ne? Design to Hunt Colossal Dragons. Und deswegen habe ich einfach dieses Schwert reingenommen und weil das so schwer ist, dachte ich mir, ich ziehe einfach irgendeine leichte Rüstung an mit Feuerresi. Habe ich ja gemacht. Genau, und deswegen rennen wir hier so rum. That's the whole point. Dann haben wir Igor hier ein bisschen rumbrüllen und schießen lassen. Der hat aber irgendwie 90% der Zeit verfehlt. Hat aber Schaden gemacht, wenn er getroffen hat. Ja, das ist natürlich auch nicht zu verachten. 55 Strength. Gehen wir noch auf 60 und dann erstmal Int bis 31 oder sowas. Ich weiß es gar nicht. Genau. Dann haben wir mit Latena noch ein bisschen rumschießen lassen. Und dann dachte ich mir, hau ich ihn jetzt einfach mal mit ins Gesicht mit dem Schwert. Und ja, der Schaden war irgendwie sehr hoch auf einmal. Dann war er knockdowned und dann habe ich ihm ins Gesicht gehauen und dann war er tot. Genau. That happened. Was ist denn das hier oben eigentlich alles? Warum sind denn da so viele Höhlen oder Eingänge oder so ein Kram? Macht das Sinn? Geht das hier hinten noch irgendwo rein? Bin nicht so, ne?
Einfach wach geschnarcht worden. Warum? Einfach. Ja, jetzt ist die Frage, wo gehen wir denn jetzt hin mit unseren neu gewonnenen Dingen und Sachen? Kann ich zur Dragon Communion? Geht der Typ hier noch irgendwo rum? Nee, ne? Ich glaube, der hat sich verabschiedet. Auf ewig. Vielleicht mal Items gucken hier. Wo ist der Finger? Finger ist immer noch da. Das ist natürlich cool, ne? Dass ich dieses Herz dort habe. Da kann ich mir bei der Dragon Communion was holen. Der Punkt ist halt, kann ich das auch klonen? Dieses Herz wahrscheinlich nicht. Igor, ich beschwöre dich bei deinem Finger. Hier ging nicht. Vielleicht am Anfang, wo das Summonsign war. Vielleicht kann ich ihn da noch irgendwie beschwören. Ein paar Drachen hier wegmachen. Ein paar Knochen hier wegmachen. Hier war das, ne? Nope. Einfach. Nope. Ja. Haben wir. Den Egon hier noch auf der Karte angezeigt. Was? Wait, was? Ich hab Discord gerade gar nicht mehr offen. Im Moment, Angel. Durch den Bluescreen gerade ist das einfach weggeflogen. Ja, would you look at this? Warum? Warum gibt denn der ein Bellbearing? Am Leben bleiben hätte der anscheinend nicht können, würde ich sagen. So, was ist denn das hier? Egon's Greatbow. Egon's Drake Hunt. Hat auf jeden Fall eine Ash of War drin, ne? Ist ein Great Ball. Brauchen wir den hier. Getragen. Mittlerer Armor. Moment. Yep.
Komm, wir laufen rum wie Egon. Der was kennt. Smell utterly foul. Lecker. Auf zur Dragon Communion. Nimmt das beste Outfit, um dort aufzutauchen. Okay. Priestess Heart. Lower Stone Gavel. Was gibt's denn hier nicht alles, ey? Was gibt's hier nicht alles? Ein Kult? Junge, ist das wieder schwierig alles. Ist das wieder schwierig alles. Meine Güte. Ja, und ich habe natürlich nur eins, ne? Uns erstmal keins davon. Aber wir können mal lesen. Was da noch dran steht. Dragon Communion, ja. Aber was ist denn Dragon Kult? Hab dich auch wohl. Schlaf schön. One day. Okay, das heißt, Wenn ich dieses Herz hier quasi esse und diesen Skill kriege, dann werde ich irgendwann von diesem Herzen von innen verbrannt werden. Aber der Tag steht noch nicht fest, ja. Schön. Danke dafür. Oh, was drücke ich? Warum? Was ist passiert? Oh nö. Oh, wie ich es hasse. Das fand ich gerade gar nicht cool, ey. Wieder den Pott genutzt. Einfach so aus Müll, ey. Das ist zornig. Das ist sehr zornig. Schauen, ob ich hier
irgendwas anhaben darf. Das ist vielleicht das Krasse an dem Ding. Getan. Das sieht schon zornig aus, ey, muss ich schon sagen. Das sieht schon derbe zornig aus. Halleluja. Das Dragon Slayer Schwert dazu. So, was haben wir hier? Blauer Dragon Bolt. Krass, sehr scheiße. Eine Piercing Weapon, ja. Und eine Einhand anscheinend. Hm. Was ist das für ein Scaling? Ein Arcane Scaling. Ja, auch witzig, ne? Okay, die scheinen jetzt nicht so viel Damage zu kriegen hier. Ein wohl sehr viel. Lightning resistant. Da hat das Skelette was. Komplett Dragon equipped, ne? Aber was fehlt denn hier jetzt noch? Mir so leer vor irgendwie. Habe ich irgendwas noch vergessen? Hm.
extra Drachenspaß hier auf jeden Fall. Werde ich jetzt quasi hier nochmal durchreiten. Was denn, Case? Hier ist sicher auch nichts mehr. Hab ich eigentlich schon alles abgegrast. Gucken, ob sich noch irgendjemand meldet mit Stimme. Jüde, Alter. Das war ja schon ein bisschen klosig gerade. Haben wir ja auch schon durchgebrettert. Geht wohl keiner mehr, nehme ich an. Hinten schon durchgebrettert. Wirkt irgendwie nicht so, aber war eigentlich schon, ne? War nix. Oh, aber ich weiß, wie ich hier noch nicht durchgebrettert bin, und zwar in der Nacht. Wusste doch, irgendwas wollte ich hier noch. Aus irgendeinem Grund wollte ich hier hin. Nur nicht mehr welchen. Wie viel bin ich denn überladen eigentlich? Noch nicht. Null. So. Hiermit. Nicht Nacht gemacht, oder? Jetzt, okay, ich bin im Late Day jetzt. Eigentlich kurz vor Nacht noch. Late Day ist halt nicht Nacht. Hm.
irgendwie nicht so, ne? Hier eigentlich mit durchzusensen? Nicht einfach durchsensen? Ja. Ah ne. Ich damit auch durch den Baum sensen. Wenn nicht. Bei einem Ei kann ich ja keinen sensen. Oder kann ich durch den Baum sensen? Mist. Hat vorbeigeflogen. Ja, so lassen sie sich wesentlich besser killen, ne? Nochmal ehrlich. Gut, das Ding ist auch nicht gelevelt, ne? Ist auch nicht gelevelt. Eigentlich auch erstmal nichts in der Nacht zu geben, ne? Besonderes zumindest. Nichts Besonderes in der Nacht. Ja, so ein Feuerkorb gewesen. Mit Metallbeinen. Richtig frech. Was du? 11 Crickets. Was bleibt uns denn dann noch? Eigentlich nichts mehr, ne? Hier hinten war ich noch nicht.
steht schon mal fest. Ich glaube, da konnte ich rein von dem. Von dem. Von dem Teil, wo ich vorher war. Wo ich die Statue zusammen zur Seite gebetet habe. Ja, irgendwo konnte ich doch da rein. An oder was? Was werden? Oh, voll daneben gehauen. Oh. Sag mal. Sag mal. Ist jetzt mal gut? Alter, ich fühle mich gerade so getrollt, ne? Was war beim Schamanendorf? Okay, der geht einfach mal gegen Bauch. Ja, sozusagen, sozusagen. Das war dort auf jeden Fall in der Richtung. Das war quasi die Tür zur ganzen rechten oberen Zone irgendwie. Ich glaube, uns fehlt wirklich noch ein Teil von der Gravebird Armor. Helm, glaube ich, ist das, der noch fehlt. Gibt's doch einfach den Helm. Haben wir hier noch NPCs? Scheint aber auch noch irgendwas zu fehlen hier, ne?
I know. Was Stats an. Okayisch. Ist okayisch. Auch eine schöne Art, das zu machen, ne? Wenn die Leute alle nackt rumrennen, kriegen sie halt einen Morph. Horn-decked beast from higher sphere delivered. We beg of thee to dance and cavort. Dance and cavort. Cleanse all that thou wilt. Cruelty, woe, and those who plague the tower. Cleanse away the strumpet's fire. Dance. I can dance. Geht's wohl hier weiter, nehme ich an. Das ist eine große Wildsau. Das ist Sejuani.
halt einfach um mich rübergefahren, ne? Einfach um mich rübergefahren, diesen Zug. Wunderschön. I like. I like. Nice. Oh, wie geil war der denn, ey? Einfach rübergefahren, ey. Was ist das für... Was haben wir denn hier noch Schönes? Ich glaube, da hast du völlig recht, ja. Ich glaube, einen Gaius gab es bei Asterix. So, mal gucken. Was wir hier haben. Ein Wildschwein. Okay. Weicht sich auf jeden Fall echt scheiße aus. Au. Fuchs, du hast die Gans gestohlen. Gib sie wieder her. Ein wunderschön. Vielen, vielen Dank für deinen Raid, Fuchs. Einen wunderschönen Abend. Die Leafs in Baldur's Gate. Aber so schlecht. Wahnsinn. I like. Mehr als 85% kriege ich ja gar nicht so richtig rein hier. Ach, sehr schön. Das klingt doch nach Spaß. What? Wie hat's mich denn da erwischt gerade? Also Schaden kriegt er. Hat anscheinend nicht so viel Leben. Was hast du mit ihm angestellt? Oh, ich bin meine Seelen schon losgeworden, na, das ist ja schön. Oh, trifft er mich von hinten noch am Arsch, ey? Das kann ich. Darüber hüpfen oder so? Nee, auch nicht. Weicht man den denn aus? Diese riesige Hitbox. Merci, ein wunderschön. Hallöchen, Hallöchen. Was hat er mit dem Pilzesammler gemacht, ey?
Der wollte doch nur. Der sollte doch nur zu seiner Freundin zurück, oder wie war das nicht? Was hat es zerquetscht? Was hat ihn zerquetscht? Los. Du hast ihn also quasi mit den Pilzen gesprengt, ja, sich das richtig. Es war ein Unfall. Mhm. Yep. Mhm. Genauso sehe ich das nämlich auch. War halt einfach ein Unfall. Haben wir genug Wand? Alter. Alter. Kollateralschaden. Für die Science gestorben, ne? Für die Science gestorben. Versteh schon, ich verstehe schon. Natürlich die Frage, ne? Was machst du gegen so eine Tröde hier? Nicht mal angreifbar? What? Au. Au. Boah, Alter. Die Sau. Die gehe ich ab. Das nenne ich mal, ne? Was auch immer das ist. Das ist, also, es ist kein Elefant mehr, glaube ich. Das ist ein Rieseneber, ne? Rieseneber. Also im Zweifelsfall geht immer alles in die Luft, Fuchs. Aber es ist gut, dass du es nochmal, dass du nochmal sicher, auf Nummer sicher gegangen bist. Mhm. Ja. Kennen wir. Kennen wir alles. Lieben wir. Möglichkeit habe ich denn hier? Kann ich dem einfach ins Gesicht springen oder bin ich dann einfach tot? Bin dann einfach tot, okay. Schön. Ich würde aber vielleicht ein bisschen früher zuschlagen, ne? Oh, wow. Alter, wenn das funktioniert, ne? Oh, ne. Ja, komm. Komm. Machen wir. Machen wir. Easy. Hm.
Für den Griff, ja. Den Griff haut sie dann dabei, da vorbei, ja. Das Ding hier ist schon anders wild. Also eine richtige Wildsau ist es. Halt zweimal getroffen, ne? Eine dreiste Nummer. Habe ich irgendeinen Zettel über Gaius? Nope. Vielleicht sieht das ja im Dunkeln schlechter. Mach einfach mal Nacht. Nicht wisst, dass er überhaupt keinen Damage gekriegt hat, ne? Also so gar nicht. Ich will jetzt mal kurz ein paar Tests machen hier. Hilft ja alles nichts. Gar nichts getroffen, ne? Ich hab so ein bisschen das Gefühl, dass ich hier irgendwas... Oh. Ja, gut. Ja.
Alles klar. Ja, ich habe da Marsch gemacht. Und dass ich da Marsch mache, das ist jetzt. Ist, ne? Da. Ja. Nur darum, ob man den Charge irgendwie abbrechen kann, aber. Wie das aussieht, ist für Torrent Fight geplant. Überspringen kann. Das ist frech. Wow. Der einzige drauf, Mann. Also draufhüpfen hat jetzt nicht so gut funktioniert, bin ich ehrlich. Was haben wir hier noch so schönes an Spells? Oh, wir können die richtig lame Spells nehmen, oder? Oh ja, oh ja. Oh ja, können wir. Hmm.
Ach so, weiß ich wieder, was ich wollte. Int reinnehmen. Oh. Wer freut sich über wen? Was? Ich muss mal fix Stab leveln, was? Ich glaube, ich muss mal fix einen Stab leveln. Wenn ich hier irgendwas tun will mit einem Stab. Weil die Drykaria meinte nämlich, der ist voll schwer als Zauberer. Dann denke ich mir so, ich den doch jetzt als Zauberer. Ja. Meinen 20 Int, die ich habe. Jeder. Das ist ein normaler. Ja, es ist ein normaler. Was haben wir denn da? Ein paar tausend. Tausend erstmal oder so. Jetzt erst recht. Und er kann sich ja auch ruhig freuen. Ich meine, warum? Warum denn nicht? Der Fuchs kann sich doch ruhig freuen. Egon's Bellbearing. So, und jetzt darf ich hier Egon's Pfeile kaufen oder was? Tatsache, Alter. Hm, why not? So, was haben wir denn hier? Hier mal 12er. Was haben wir hiervon? Ja, der Rest reicht ja anscheinend noch ausreichend lange. Ah ja. Ah ja. Sehr gut. Dann immer feste drauf. Fuchs, Alter. Du Ass. Alter, was kriegt denn der... Junge, was kriegt denn der für ein Arc-Scaling, bitte? Entschuldigung. Was ist da los? 7er fehlen mir. 7er kann ich aber nicht kaufen, genauso wenn ich nicht 8er kaufen kann. Da müsste ich erstmal im Game weitergehen. Reicht mir das? Plus 20 Stab? Ja, komm, das reicht mir. Das reicht uns. Welche Asche soll ich denn umskillen? Das wird, wenn dann, nur weniger. Hat doch nur einen Standard. Hat nur einen Standard. Geht gar nichts anderes.
In S-Scaling of Ike, by the way. Nee, irgendwie nicht. Aber es ist halt auch ein Zauberstab irgendwie. Ich weiß gar nicht, ob ich irgend so ein Ding habe, was sinnvollerweise auf Fate skaliert. Der hier, Prince of Death. Den könnte man sich noch überlegen. Scaling of Arcad, Alter. Das ist ja komplett busted, ne? Ja, ja, sicher, sicher. Aber das funktioniert ja mit jedem Blutungsbild und jedem Scheiß. Kannst du einfach den Stock nehmen und bam, weißt du? Es ist, das finde ich schon wieder irgendwie... Weiß auch nicht, wie ich das finden soll. Den hier mit... Schöne Buffs hinter die Binde kippen. So mögen wir das. Ja, aber ich muss ja nicht umskillen, weißt du? Muss ja überhaupt nicht umskillen. Kann ja auch einfach vom Boden aus machen, so, weißt du? Es ist ja... Wir haben ja genug Möglichkeiten, hier irgendwas Dämliches zu machen. Mehr als genug Möglichkeiten, irgendeinen Quatsch zu machen, haben wir hier. Frech, ne? Pizzaschneider soll OP sein. Actually noch nie gespielt, ne? Den Pizzaschneider. Der Feuerwischer, der ist auf jeden Fall nicht OP gegen den. Das kann ich dir versichern, dass der nicht OP gegen den ist. Der Feuerwischer, ey. Oh. Eigentlich schon eine ziemlich witzige Waffe, ne? Hey, was wollte ich denn? Achso, ich hab mein Totem holen. Dann wollte ich hier irgendwas zaubern, aber ich komme gerade nicht klar mit meinem Controller. Ich sollte vielleicht mal losreiten. Alter. Target. Alter, die Kamera, ne? Die Kamera gankt mich schon wieder komplett hier gerade. Kamera gankt mich komplett hier gerade. Das hasse, ne? Boah, ey. Die Kamera mich da komplett zunichte macht gerade. Wahnsinn. Andere hier. War jetzt glaube ich nicht so weltbewegend. Aber gut, ich habe auch nicht wirklich gefeuert, ne?
Die kosten nicht so viel, ne? Kann ich eh nicht verwenden. Eh tot, wenn ich getroffen werde, also machen wir uns nicht vorne. Wer braucht schon Defense? Wer braucht schon Defense, Leute? Genau, das hier nehmen wir. Int. So. Eckpower brauchen wir auch nicht, weil wir zaubern ja die ganze Zeit. Powern und keine Attack Power brauchen, können wir auch Bonus Magic Damage mitnehmen. So sieht es nämlich aus. Die was Fächer durch hier sind weg. Blümi. Aber es ist wirklich so, ne? Kamera ist wirklich der absolute Endboss. Nie was Schwereres gesehen hier. Mich jetzt einfach mal nicht, einfach weil ich wissen muss, wie ich das hier am dümmsten spielen soll. Ah ja, deswegen könnte man, ja, deswegen könnte man doch ein bisschen Defense anlegen, ja. Mhm. Yep. Eigentlich die großen Grindnails, die größeren Grindnails verwenden. Nein. Hm. 32 Int. Bedümm. Immer sogar, oder? Moment. Bam. So. Boah, ich übelst am Fett rollen. Egal. Hier am Reiten, was soll's. Hau da mal ab von mir! Was soll denn das? Er ist so schnell, ne? Er ist so unendlich schnell, ey. Was? Richtig.
Aber es sieht so aus, als könnte ich die nach hinten feuern. Witzigerweise. Das ist ja auch komplett OP. Die nach hinten feuern kann, das ist OP. Wow. Dieses Schweinchen, ne? Dieses Schweinchen, ey. Wahnsinn. Ich weiß wirklich nicht, wie ich das spielen soll gerade. Ich bin versuchen, Haken zu schlagen. Ist halt wirklich monsterschwer, ey. Also, das ist nicht, monsterschwer, ist das monsterschnell. Er ist einfach monsterschnell. Du bist ruhig, Fuchs. Ganz offensichtlich hast du keinen Plan. Ganz offensichtlich. Was? Ich soll mich mit dem Emote hinlegen, Fächerdolche benutzen und klauen. Das sind deine Hinweise bisher. Jetzt überleg mal kurz, ne? Überleg mal kurz. Hey, warum hört er denn nicht auf zu rennen? Was habe ich mit dem falschen Moment benutzt? Was? Und mit dem Schaden bin ich irgendwie nicht so zufrieden, was das angeht. Sind alle nicht so geil hier bisher. Das Glintblade-Trio irgendwas besser macht. Ich habe leider keinen Rückwärtssalto, nein. What? Diese Delayed-Dinger sind, wenn man von dem Gegner wegreitet, ne? Was, ein Axel oder ein Flip? Was? Ich weiß nicht, was ein Axel gerade ist in dem Moment.
Alter, hat mich gerade einer von den Dingern getroffen. Okay, okay. Schmerzhaft. Bin ich ehrlich, habe ich keinen Schimmer, was ihr sagt. Keinen Schimmer. Ah ja. Eiskunstlauf. Mhm. Alter, wie denn? What? Wieder original Contact Damage oder was ist los? Ich bin nur neben mich gelaufen, war ich tot, ne? Wow. Ich kann ihm wahrscheinlich auch nicht einfach ins Gesicht reiten. Oder? Kann ich ihm einfach ins Gesicht reiten? Nee, auf gar keinen Fall. Aber das Glintblade Trio scheint doch irgendwie Damage zu machen, ne? Oder war das gerade die Kombination aus beiden Dingern? Kann ich, ne? Langsamer wird. Leute, ich werde es dann aber erstmal durchpacken für heute. Das würde ich auch gern sehen, Fuchs. Das ist sogar richtig gute Eiskunst, ja. Ja, ja, doch, sehe ich. Sehe ich. Wiedet ihr denn da rum? Alter, diese, ne? Weiß nicht wie oder was mich da trifft, aber es ist komplett unangenehm. Ich glaube, nach rechts laufen wäre sinnvoller. Thank you.
Finde ich noch diese komischen. Hm. Könnte man mal probieren, ne? Das Ding sieht sehr interessant aus. Ich glaube zwar nicht, dass das irgendwas bewirkt hier bei dem Gegner, aber. Sieht auf jeden Fall sehr interessant aus. Ah ja, den kann man nicht auf dem Pferd casten. Ja, das war abzusehen. Mhm, auch schon close. Okay, der Rocksling geht komischerweise. Alter, es ist doch nicht zu fassen. Also vorbeireiten ist jetzt nicht so, ne? An ihm. Vorbeireiten ist jetzt nicht so gut. Overall gesehen. Will er nicht. Der ist lang. Der ist lang, der ist bei. Scheiße, ne. Glaube ich sehr unangenehm. Ja, könnte ich, klar, aber das bringt mir halt nicht viel, ne? Das bringt mir leider nicht so viel. Außerdem bin ich ja gerade quasi am doppelt lernen. Erstmal Magie überhaupt, was mache ich hier? Und das nächste Mal ist Magie auf dem Pferd. Es ist genauso ein Rätsel für mich gerade. Irgend so eine ewig lange Spells hier. Wie der. Das ist jetzt nicht so viel durch, glaube ich. Ich treffe den zwar, ne? Aber seine Gravity Boulder, die sind schon ein bisschen krasser als meine. Weil seine One-Hitten mich. Meine machen 860 Damage. Kann man den Slicer eigentlich benutzen auf dem Pferd? Habe ich nie getestet, ja. Arian Slicer. Bin ich mal gespannt. Kann man. Weil der geht immer nur in eine Richtung, ne? Ja, der geht nur in eine Richtung. Wow, beste Mathematik.
Alter, warum bleibst denn du stehen? Okay, also den triffst du überhaupt nicht mit dem Slicer, ne? Da musst du schon ganz besonders laufen. Wenn nicht die leichteste Variante, den zu killen, ist mit dem Dings hier, mit dem Bogen. Oder mit der Phalanx. Wie viel brauchen die große Phalanx? Ah, die kann ich sogar casten. Das wäre eine Variante. Große Phalanx zaubern. Immer und immer wieder. Und dann eine ganze Menge hoffen. Oh, Targeting. Ich habe noch nicht so wirklich einen Plan, wie ich auf dem Pferd dodge, ne? Au. So auf jeden Fall nicht. So, letzter Try. Und dann gehe ich offline. Mal. Ich habe das so noch nie groß getestet, weißt du? Der macht 690 Decibel oder was? Ah ja. Der haut mich dann auf jeden Fall raus. Ja, der haut mich auf jeden Fall raus. Was ging, ist quasi neben ihm reiten und immer wenn er zuhaut, die Sprintentaste drücken. Weil er quasi, wenn ich die Sprintentaste drücke, oben drüber haut. Weil mit dem Sprint der Char so ein bisschen nach unten geht, ne? Also zack, wieder so ein ganz kleines Stückchen nach unten. So in etwa. So, jetzt kommt hier der One-Hit. Meh. Also ich muss quasi gegen den Uhrzeigersinn um ihn rumlaufen. Wie das aussieht. Weil gegen den Uhrzeigersinn sein Schwert nicht ist.
Und er dann hoffentlich auch diese komische Gravitationskacke nicht macht. So, und man kann sich natürlich nochmal hier die Dingens angucken, ne? Das ist einfach eine Klippe. Werden sie doch nicht machen, oder? Wahrscheinlich kann man dann wieder nicht vorbei. Echt so, hab ich vor. Oh, Bier. Glaub doch nicht, dass sie das gemacht haben, ey. Das wäre ja schon wieder grob fahrlässig. Mann, dieser scheiß Gravity Bolt. I hate it. Ja, ich glaube, ich bin auch gerade zu genervt von dem Bluescreen vorhin. Deswegen wahrscheinlich auch sinnvoller, jetzt erstmal kurz auszumachen, dann anderen mal weiter zu drücken. Ja, diese Klippe. Ja, gut, doch. Genau. Man da wieder so richtig blöde Cheeses machen? Boah, was ist das denn? Wie ist diese Kacke hier los, ja? Unglaublich. Wie mache ich denn das? Wie reichen die los hier? So, how do I do this?
Was für ein... Ja. Fucking fassbar, ne? Junge, Junge, ist das boing. Mal so ein Scheißdeal. No, why? Ach. Why? Sorry, Leute. Naja, hab schon erledigt. Habe schon erledigt den Fall hier. Aus dem Activity Feed kriege ich die aber nicht raus. So, haben wir dann alle durch? Ne, haben wir immer noch nicht. Mann, ist das annoying. Mal gucken, ob das funktioniert. Halt trotzdem noch der Alert, ne? Warum kommt denn der Alert trotzdem noch? Der dürfte eigentlich nicht mehr kommen.
Ich meine, das ist vom Dingens. Von den Stream Alerts. Vom, wie ist das? Stream Elements oder so? Ich hab grad geguckt, aber er ist halt nicht drin, ne? Aus Gründen. Ich denke auch, dass der hätte drin sein müssen, aber... Er ist halt nicht drin. Nö, einfach nicht drin. Komische Nummer das. Ach ja. So Leute, ich mach da mal aus hier. Ich wollte eigentlich schon vor ein paar Minuten ausmachen. Was hat sich irgendwie nicht ergeben anscheinend. Oh, hier kann man hoch. Alter, wo er mich noch trifft, ne? Wahnsinn. Noch trifft. Nun gut, egal. Das soll es erstmal gewesen sein. Erst ein Bluescreen, dann noch eine Follower-Bot-Attacke. Geil, Alter, heute läuft's. Ich schau mal eben, wer noch on ist. Ich glaube, ich schicke euch einfach zur Kuzi rüber. Weil, warum nicht? Jupp. Mach ich so. Und ich wünsche euch erstmal eine wunderschöne gute Nacht. Lasst euch gut gehen. Wenn ihr streamt, hoffe ich, ihr habt keine Follower-Bot-Attacken, sowas Nerviges. Ja. Danke, dass ihr hier wart. Haben wir ein bisschen was geschafft heute sogar. Ein klein wenig. Hier sind wir ein bisschen durch. Hier haben wir irgendwelche Dinge gemacht. So einen Fingerboss besiegt. Bale haben wir umgeboxt. Hier unten diesen komischen Madness Guy haben wir irgendwie umgeboxt. Ja, Dinge und Sachen passieren, ne? Wo ich den Madness Guy gar nicht umboxen wollte, weil, naja, das haben halt meine Kneipenschläger für mich erledigt. Machst du nix, ey. Machst du nix. Ja, dann haben wir hier den Drachen gekillt und hier mal den Drachen gekillt. Heute war Boss-Tag. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Ich glaube, 7 Boss haben wir umgeboxt, ne? Hier waren es 3. 4, 5, 6, 7. Ja, ich glaube, es waren 7. Wie dem auch sei. Eine wunderschöne gute Nacht euch und bis hoffentlich bald. Lasst euch gut gehen. Ciao, ciao.